Hallo meine kleinen Mini-Freunde, heute gibt's fette, crazy Bitch-Action-Power! Wenn du deine Schüssel gegen die Kamera wirfst. Wieso haben wir eigentlich das hier genommen? Oh. Wenn Joey mal wieder testet, ob sein Mikrofon auch wirklich an ist. Toll, aber hallo? 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 Ja, geht schon. Wenn du so richtig abogeil bist. Vergesst natürlich nicht, Dylan zu abonnieren. Nee, vorbeizugucken, oder? Nee, abonnieren ist schon. Wenn dir die Kamera vor dem Bild steht. Die Kamera ist mir im Bild. Ich kann nicht mehr rausgucken. Ich sehe nur noch hier die Kamera. Und da draußen ist so ein schönes Wetter. Ne? Und wir können nicht. Ich sag es doch. Jedes Mal steht die Kamera vor. Nice. Wenn du versuchst, ernst zu bleiben, aber der Witz einfach zu lustig ist. Clara ist 13 Jahre alt und vor ungefähr einem Jahr wurde bei ihr Knochenkrebs diagnostiziert. Sie hat einige Knarras. Knarra. Wenn Joey und Emmy versuchen, die Zeit sinnvoll zu überbrücken, ohne ihr Gehirn anstrengen zu müssen. Wir haben jetzt 52 Minuten Zeit, Emmy, was machen wir jetzt? Wollen wir heute mal zusammen über ein Thema reden? Herzlich willkommen zu Joey's und Emmys Diskussionsrunde auf Sächsisch. Viel Spaß! Wir haben das noch nie gemacht. Nee, pass mal auf. Ich rede und wenn ich rede, dann redet es nicht still. Haben wir uns verstanden? Ist ja gut. So, du musst ein bisschen deutlich sprechen, sonst verstehen sie nicht, was wir sagen. Chill, basic. Nee. Ja, ich wollte mal die Regeln festlegen. Weil wenn du sie nicht regelst, dann legst du sie nicht fest. Ja los, dann machen wir doch mal los. Die Regeln sind laut und deutlich sprechen. Deutlich vor allem. Ordentlich deutlich sprechen. Ja. Hochdeutsch. Wenn du dich versprichst und deine Aussage direkt sexuell klingt. Guck mich an. Heute sprechen wir über das Thema Eisenbau im Leben. Thema Nummer 1, der Eisenanbau im Leben. Muss man erst mal erklären, wo kommt der Eisen überhaupt her? Oder das Eisen? Der Eisen? Wo kommt der Eisen her? Und dazu müssen wir in die Geschichte von der Natur zurückkehren. Also, tauchen wir ein. Nee. Tauchen wir ein in die Geschichte. So, jetzt sind wir da. Wow. Siehst du die Geschichte? Früher in der Eisenzeit, da war... Na, erzähl doch mal. Meine Fresse, wir müssen noch mal ein bisschen ernst bleiben. Da war ein kleines Mädchen. Ein Mädchen? Mädchen. In der Eisenzeit gab es schon Mädchen? Na klar. Schau, da gab es nur Dinosaurier. Naja, das Mädchen auf jeden Fall. Das Mädchen. Jetzt kommen wir mal zum Punkt. Wir reden ja schon seit 10 Stunden. Das Mädchen hat ihren Freund besucht. Und dann die hatte doch nicht einen Freund. In der Eisenzeit. Ja klar. Die kann man nicht besuchen. Und da gab es nur Eisen und Zeit. Und da hat sie zu ihm gesagt, na wie denn? Und hat der Freund gesagt, na alles gut. Und dann haben sie Eisen entdeckt. Wir wollen überhaupt nicht über den Freund reden. Wir möchten reden. Aber der Freund war nicht das Schnuckelchen. Wir wollen reden, wo kommt's her, das Eisen? Und jetzt hörst, mich du mal, jetzt hörst du mal auf mit deinem blöden Rumgesappel, du. Wenn dir die richtigen Worte fehlen. Auch wenn ihr nur 1 oder 2 Euro zur Verfügung habt, jedes einzelne Geldstück hilft. Wenn du dich aufs Backen freust, weil du noch nicht weißt, wie scheiße es wird. Zucker, Butter, Mehl und Eier, ja, das wird unser Tag! Joeys Reaktion auf die Frage, wo denn sein Handy ist. Wo ist denn dein Freund? Keine Ahnung. Das Treffen mit Clara hat einen Riesenspaß gemacht und hat uns auch mal wieder so ein bisschen ins Gedächtnis gerufen, was eigentlich die wichtigen Dinge im Leben sind, nämlich die kleinen. Wenn du nach einer plausiblen Erklärung dafür suchst, warum deine Creme aus Rahmen fest sein muss. Wir müssen das andere Gelumpsch doch jetzt runter in die Kühltruhe bringen, sonst wird das doch niemals fest. War auch nicht fest werden, oder? Ja, das muss fest, Rahmen ist fest. Rahmen, Bilderrahmen sind immer fest. Die sind nie flüssig. Wenn du redest, ohne vorher nachzudenken. Hallo meine kleinen Mini-Freunde, heute reden wir über ein ganz besonderes Thema. Diesmal haben wir auch Dylan dabei. Ich bin auch dabei. Dylan ist nämlich da. Heute reden wir über ein ganz besonderes Thema. Denn heute ist auch Dylan dabei. Denn ich bin auch da. Wenn dir das Wort Ergo in den Sinn kommt und du über seine Bedeutung philosophierst. Ergo ergibt sich daraus. Ergo. Ergo Line. Ergo Bank Deluxe. Kennst du die? Wenn du zu 100% sicher gehen willst, dass deine Schwester deine Idee auch ja hört. Ich hab eine Idee, Emmy. Komm mal her. Näher. Also hörst du mich? Weiter mit der Diskussionsrunde. In der Eisenzeit war vieles anders, leider. Wir sind ja jetzt eingetaucht ins Eisen. Im Eisen, ich hab überhaupt keine Ahnung, was ich vom Eisen sagen soll. Wieso komme ich überhaupt über so ein blödes Thema? Wir reden über was anderes. Zahnfleischer. Ja. Thema Nummer 2. Zahnfleischer. Gibt's eine neue Zahnbürste? Nee. Wollte ich jetzt? Ja. Eine neue? Na? Dann muss ich jetzt nicht mehr die alte benutzen. Die hab ich mir direkt gekauft.
Und da ist so ein Stift drin. Ist er gut? Ja, na klar. Da ist so ein Stift drin, da drehst du hinten drin. Und dann kommt da so ein Zeug raus. Sollst du dir auf die Zähne schmieren, dann werden sie auch in der Wehe. Weser. Scheiße, echte. Wie doch bloß die Weser. Da soll die Scheiße drauf schmieren, aber es ging nicht. Drauf zu schmieren? Na, was ist doch hart? Es bleibt einfach dran. Kleben? Ja, wieso Gummi? Ne, das ist aber eine Scheiße. Ja, das ist nicht eine Scheiße. Eine weiße Scheiße. Das war's mit unserer Diskussionsrunde über Eisen und Zahnfleische. Hüllt euch die neue Zahnbürste mit dem Stift, aber es bringt auch nichts. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zur neuen Diskussionsrunde in Sächsisch. Was? Wir könnten da ein ganzes Format draus machen. Ist es? Das ist so geil. Wenn ihr wollt, dass wir mehr so auf Sächsisch mal ein bisschen diskutieren über bestimmte Themen, das nächste Mal können wir reden über die Einheimischen vom Takatiki-Land, dann könnt ihr auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben geben und vor allem in die Kommentare. Hörst du mal auf hier zu hüpfen, du zerstörst hier alles. Auf jeden Fall würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Wenn du schon wieder so richtig abogeil bist. Möchtest du noch irgendwas sagen, Clara? Abonniert alle, Joey. Sie wollte Dylan eigentlich auf. Dylan sagen. Genau, ja. Dankeschön. Wenn ihr mal wieder so richtig shady seid. Ihr wisst, wie sehr wir Ogo Martine lieben. Eigentlich mögen wir Kinder Bueno mehr, aber und Kinder Joy. Wenn deine Mutter den Videodreh crashen will. Raus! Wenn du ein böses Schimpfwort benutzt. Dann wisst ihr, was ich wirklich hasse. Backen. Und jetzt hat dieses Telefon geklingelt. Ich darf nicht so viel sagen. Ja, wenn du deiner Schwester die Aufgabe erteilst, deine Zuschauer zu unterhalten. Unterhalte die Leute, Emmy, solange ich weg bin. Hey und willkommen zu Emmys Backstübchen. Heute Biskuit. Biskuit ist eine ganz coole Art von Kuchen. Ich meine, man kann Biskuit so essen, man kann auch einfach Erdbeeren drauf lagern. Das ist ganz euch überlassen. Und Biskuit ist so gesund und lecker. Und jeder kann es essen. Wisst ihr, das ist einfach toll. Emmy, halt einfach die Schnauze. Wenn der Wind so krass ist, dass dir das Rollo fast um die Ohren fliegt. Geht ab, ey. Wenn du ein bisschen zu enthusiastisch einklatschen willst. Klatschi!